Buschmann. Frau Präsidentin, meine lieben Kolleginnen und Kollegen! Sagen wir es klar, eigentlich sollte erst mal hier der Finanzminister stehen. Der ist jetzt leider krank. Deshalb wünsche ich Ihnen von dieser Stelle in unser aller Namen einen milden Verlauf und gute Besserung, meine lieben Kolleginnen und Kollegen. Worum geht es? Deutschland braucht mehr wirtschaftliche Dynamik. Eine Quelle wirtschaftlicher Dynamik sind Innovationen. Damit Gründer Innovation realisieren können, brauchen sie Kapital. Und damit Innovation und Kapital schneller, besser und leichter in Deutschland zueinander finden, dafür legen wir das Zukunftsfinanzierungsgesetz vor, meine sehr geehrten Damen und Herren. Es ist eine unbestreitbare Tatsache, dass seit vielen Jahren auch sehr vielversprechende, gerade technikgetriebene Gründungen, die ihre geistige Wurzel hier in Deutschland haben, dass sie ausländische Kapitalmärkte aufsuchen, um an das Geld zu kommen, das sie brauchen, um ihre Vision zu realisieren. Das ist ein Hinweis darauf, dass der regulatorische Rahmen im Ausland möglicherweise attraktiver ist. Dabei dürfen wir nicht zusehen. Und deshalb wollen wir mit dem Zukunftsfinanzierungsgesetz den Kapitalmarkt in Deutschland für Gründer und für Innovationen attraktiver machen. Das ist, glaube ich, eine wichtige Aufgabe, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wir haben als Bundesministerium der Justiz zu diesem Paket eine ganze Reihe von Mosaiksteinen beigesteuert. Die kann ich gar nicht alle aufzählen. Wir machen einiges im Bereich der Digitalisierung, etwa die E-Aktie. Wir sorgen für mehr Rechtssicherheit bei Kryptowerten. Ich will aber ein paar Beispiele etwas näher beleuchten, wo man die Philosophie des Gesetzes, glaube ich, erkennen kann. Das erste Beispiel, das ich nennen möchte, ist die Flexibilisierung des Aktienrechts. Wir haben häufig Gründer, die sagen, mir geht es gar nicht so sehr um mein persönliches Geld. Ich will Einfluss auf mein Geschäftsmodell, auf meine Vision behalten, und die sich dann häufig abgeschreckt fühlen von einem möglichen Kontrollverlust beim Going Public. Und andererseits gibt es natürlich Anleger, die sagen, wir wollen gar nicht strategisch in das Geschäftsmodell eingreifen. Wir sind Finanzanleger, wir glauben gerade an diese Gründer. Und diesen Wunsch, die Kontrolle über die strategische Vision zu behalten und gleichzeitig auf dem Kapitalmarkt Anleger zu finden, das realisieren andere Rechtsordnungen über Mehrstimmenrechtsaktien. Das ist ein Element, das sich auch größerer Beliebtheit im Ausland erfreut. Wir machen es jetzt möglich, meine sehr geehrten Damen und Herren, dass die Leute dafür nicht ins Ausland gehen müssen. Ein zweites Thema. Es geht gerade bei technikgetriebenen Gründungen häufig um Tempo. Wir brauchen Geschwindigkeit. Und deshalb übertragen wir, wenn Sie so wollen, eine Idee, die wir im GmbH-Recht schon kennen, nämlich die Vorratsgründung, dass wir gewissermaßen die ganzen Formalitäten, um eine Gesellschaft ans Laufen zu bekommen, schon vorab erledigen. Das übertragen wir jetzt ins Aktienrecht mit den sogenannten Mantelgesellschaften, Börsenmantelgesellschaften. Das ist in den USA relativ beliebt, und das scheiterte in Deutschland immer wieder an aufsichtsrechtlichen Regelungen. Wir machen das jetzt möglich und bekommen dadurch mehr Tempo bei der Gründung, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und das sind alles so Beispiele, ich könnte weitere nennen, die dazu hoffentlich führen, dass wir eins erkennen. Wir sollten unser Land nicht schlecht reden. Wir haben Know-how, wir haben Kapital, wir haben großartige Unternehmen. Und wenn die schneller zueinander finden, dann heißt es in Zukunft hoffentlich auch immer häufiger nicht Zukunft made in California, das ist auch okay, sondern immer häufiger Zukunft made in Germany. Herzlichen Dank. Nächster Redner für die CDU-CSU-Fraktion, Stefan Müller.